20. Juli 1944. Nur wenige Stunden nach dem Versuch deutscher Offiziere, Adolf Hitler in der Wolfschanze, seinem ostpreußischen Hauptquartier, zu ermorden, hält der Führer seine Termine ein. Darunter ein Treffen mit Italiens faschistischem Diktator Benito Mussolini. Das Attentat war von mehreren Gruppen des deutschen Widerstands geplant worden, die hofften, dass Hitlers gewaltsamer Tod einen Aufstand der Nazi-Gegner und den Sturz der deutschen Regierung auslösen würde. Im Wesentlichen ging es darum, die Kontrolle über die Kriegsanstrengungen wiederzuerlangen, bevor Deutschland zerstört wird. Es kann nicht als Bestreben bewertet werden, den Holocaust zu beenden, in dem einige der Verschwörer selbst tief verwickelt waren. Darüber hinaus ermordeten viele Mitglieder des deutschen Militärs nicht nur Juden, sondern auch Menschen mit Behinderungen, Roma, ostpreußische Zivilisten und Kriegsgefangene oder waren an deren Ermordung beteiligt. Einer dieser Militärangehörigen ist der deutsche General Anton Dostler. Anton Dostler wurde am 10. Mai 1891 in München geboren. Im Juni 1910 trat der damals 19-jährige Dostler als Kadett in das Königlich Bayerische 6. Infanterieregiment ein und wurde 2 Jahre später zum Leutnant befördert. Der Erste Weltkrieg begann am 28. Juli 1914. Im Januar 1916 wurde Dostler zum Oberleutnant und im Oktober 1918 zum Hauptmann befördert. Für Tapferkeit im Gefecht wurde er mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse und dem Bayerischen Militärverdienstkreuz 4. Klasse mit Schwertern ausgezeichnet. Der Erste Weltkrieg endete am 11. November 1918 mit der Unterzeichnung des Waffenstillstands durch die deutsche Delegation im Wald von Compiègne in Frankreich. Die Entwicklung neuer Waffen wie des Maschinengewehrs und der Einsatz von Giftgas forderte das Leben von 10 Millionen Soldaten. Die Verluste an Vermögen und Industrieanlagen waren katastrophal. In der Folge forderten die Siegermächte von den besiegten Ländern die Unterzeichnung einer Reihe von Abkommen. Zu diesen gehörte der Versailler Vertrag von 1919, in dem das Deutsche Reich und seine Verbündeten für den Ausbruch des Krieges verantwortlich und für die massiven materiellen Schäden haftbar gemacht wurden. Der Vertrag erlegte den Deutschen harte Strafen auf, darunter den Verlust von 13% ihrer Vorkriegsgebiete wie Elsass-Lothringen, Posen und Westpreußen, Nordschleswig und Teile Oberschlesiens, umfangreiche Reparationszahlungen und die Entmilitarisierung des Rheinlandes. Die Reichswehr, das deutsche Militär, wurde auf 100.000 Mann begrenzt. In der Zeit der Weimarer Republik diente Dostler in der neu geschaffenen Reichswehr und wurde am 1. Oktober 1924 in die militärische Nachrichtenabteilung im Reichswehrministerium in Berlin versetzt. Gleichzeitig begann er ein Studium an der dortigen Universität und wurde 1932 zum Major befördert. Bevor Adolf Hitler und seine NSDAP 1933 an die Macht kamen, wurde er von der konservativen Führung des deutschen Militärs eher als radikaler und politischer Emporkömmling angesehen. Sie hatten ihren Putschversuch nicht unterstützt, der 1923 vom Münchner Bürgerbräukeller ausging. Stattdessen schossen sie auf Hitler und seine Kollaborateure, anstatt sich ihm anzuschließen. Die SA unter der Leitung von Ernst Röhm wurde jedoch als Bedrohung für das Militär wahrgenommen, da Hitler die SA als Volksarmee anstelle der regulären Berufsarmee einsetzen wollte. Die militärische Führung erklärte sich daher bereit, Hitlers Zerschlagung der SA und die Ermordung eines Großteils ihrer Leitung zu unterstützen, wenn er garantiere, dass die Reichswehr den Status als einzige nationale Militärorganisation beibehält. Als die SS am 30. Juni 1934 Röhm und viele Spitzenfunktionäre der SA ermordete, griff die Reichswehr nicht ein. Die Nationalsozialisten ermordeten auch andere Gegner, wie General Kurt von Schleicher, der vor Hitler Kanzler gewesen war und das Hitler-Kabinett kritisiert hatte. In seiner Rede vor dem Reichstag am 13. Juli, in der Hitler sein Vorgehen rechtfertigte, beschuldigte er Schleicher, sich mit Röhm zum Sturz der Regierung verschworen zu haben und behauptete, sowohl Schleicher als auch Röhm seien Verräter, die im Sold Frankreichs gestanden hätten. Diese Tötung potenzieller Kontrahenten wurde als Nacht der langen Messer bekannt. 2 Monate später wurde der Diensteid des Militärs geändert.
In der neuen Fassung mussten Beamten und Soldaten der Wehrmacht dem Führer persönlich unbedingten Gehorsam schwören und nicht mehr gegenüber der deutschen Verfassung. Im Jahr 1935 wurden Juden in Übereinstimmung mit den nationalsozialistischen Rassengesetzen der Eintritt in die Wehrmacht verboten und diejenigen, die bereits im Dienst waren, wurden entlassen. 1938 übernahm Hitler die unmittelbare Befehlsgewalt über die Wehrmacht. All diese Maßnahmen trugen dazu bei, die Verbundenheit zwischen Hitler und seinen Generälen zu festigen. Die ranghöchsten Offiziere waren zwar Aristokraten und Angehörige des gehobenen Bürgertums, die nicht immer mit dem Führer übereinstimmten, aber sie fanden eine gemeinsame Basis, die es ihnen ermöglichte, mit Hitler zusammenzuarbeiten, den sie hinter seinem Rücken oft als Gefreiten oder böhmischen Gefreiten bezeichneten. Zum einen war es Hitler gelungen, das deutsche Militär nach den demütigenden Kürzungen durch den Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg wieder aufzubauen. Zum anderen versprach er die Bekämpfung ihrer Feinde in Frankreich und der bolschewistischen Sowjetunion. Schließlich wurden viele Generäle von Hitler systematisch bestochen durch zusätzliche Gehälter, Zulagen und sogar Schenkungen von Ländereien und Gütern. Mit dem Ausbau der deutschen Streitkräfte wurde auch deren politische Ausrichtung radikaler. Zwar waren die höheren Offiziere nicht immer überzeugte Nazis, aber jüngere Soldaten und Offiziere, die mit der unablässigen Propaganda des Dritten Reiches aufgewachsen waren, traten in den Militärdienst ein. Darauf aufbauend fuhr die Wehrmacht fort, die deutschen Truppen ideologisch zu unterweisen. Militärzeitungen und Mitteilungsblätter, Filme und Vorträge von Erziehungsoffizieren verbreiteten rassistische und antisemitische Propaganda und betonten, Deutschland führe einen Verteidigungskrieg gegen jüdisch-bolschewistische und plutokratische Verschwörer, die die europäische Zivilisation zerstören und das deutsche Volk versklaven wollten. Auch wenn die Einstellungen von 17 Millionen Soldaten nicht pauschalisiert werden können, so kann doch festgestellt werden, dass die deutsche Armee zunehmend bereit war, Angriffskriege und die völkermörderische Politik der NS-Führung zu unterstützen. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939 mit dem Überfall Deutschlands auf Polen. Der Feldzug in Polen endete am 6. Oktober desselben Jahres mit der Aufteilung und Annexion des gesamten Landes durch Deutschland und die Sowjetunion. Auf die Wehrmacht folgten die Einsatzgruppen, mobile Todesschwadronen, die nach Polen geschickt wurden, um Zivilisten zu töten, vor allem die polnische Intelligenz wie Lehrer, Priester, Ärzte und andere prominente Angehörige der polnischen Gesellschaft. Ein Vorgehen, das bei einigen Generälen Entsetzen hervorrief. Im Februar 1940 beschwerte sich beispielsweise Johannes Blaskowitz, der deutsche Oberbefehlshaber Ost, über die Vorgehensweise der SS, die rund 10.000 Juden und andere Polen abschlachtete, was seiner Meinung nach Deutschland schaden würde. Er argumentierte, dass solche Aktionen die feindliche Propaganda über deutsche Gräueltaten verstärkten, das Ansehen der Wehrmacht bei der polnischen Bevölkerung schwächten und zur maßlosen Verrohung und sittlichen Verkommenheit der Deutschen führten. Er drängte darauf, dass die Einheiten, die sich solcher Verbrechen schuldig gemacht hatten, von den Militärbehörden zur Rechenschaft gezogen wurden. Um zu verhindern, dass nach der Operation Barbarossa, dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941, derartige Kritik aufkam, trafen SS und Heeresleitung im Vorfeld eine detaillierte Vereinbarung, nach der das Heer die Einsatzgruppen bei der Durchführung des systematischen Massenmords an Millionen jüdischer Männer, Frauen und Kinder im Osten logistisch unterstützen sollte. Die Armee war durch Verbindungsoffiziere und ihre eigenen Berichte über die Aktivitäten dieser Einheiten bestens informiert. Während der Operation Barbarossa, die am 22. Juni 1941 begann, befehligte Anton Dostler die 57. Infanteriedivision, die als Teil der Heeresgruppe Süd an dem Feldzug gegen Kiew teilnahm. Die Heeresgruppe Süd wurde von dem bekennenden Nazi Walter von Reichenau befehligt. Sie kooperierte mit den SS-Einsatzgruppen bei der Durchführung des Massakers von Babyn Jar. Am 29. und 30. September 1941 erschossen deutsche SS- und Polizeieinheiten und ihre Hilfskräfte unter der Leitung der Einsatzgruppe C die jüdische Bevölkerung von Kiew in Babyn Jar, einer Schlucht nordwestlich der Stadt. Dies war einer der größten Massenmorde an einem einzelnen Ort während des Zweiten Weltkriegs.
Nach Berichten der Einsatzgruppe an das Hauptquartier wurden innerhalb von 2 Tagen 33.771 jüdische Bewohner massakriert. Die meisten der Ermordeten waren Frauen, Kinder, alte Menschen, Kranke oder solche, die nicht mehr fliehen konnten oder wollten. Von Juni bis Dezember 1942 befehligte Dostler die 163. Infanteriedivision, die 1941 an der Seite der finnischen Armee während der Operation Barbarossa gegen die Sowjetunion kämpfte und dann den größten Teil des Krieges in Finnland stationiert war, wo sie bis zum Herbst 1944 blieb, als sich die Deutschen aus Finnland nach Norwegen zurückzogen. Am 8. September 1943 verkündete der italienische General Pietro Badoglio die bedingungslose Kapitulation Italiens vor den Alliierten. Bis zu diesem Zeitpunkt war Italien ein Verbündeter Nazi-Deutschlands gewesen. Die Deutschen, die den italienischen Absichten misstrauisch gegenüberstanden, besetzten rasch Nord- und Mittelitalien sowie die italienischen Gebiete in Jugoslawien, Griechenland und Frankreich. SS-Fallschirmjäger befreiten Mussolini aus dem Gefängnis und setzten ihn an die Spitze einer Marionettenregierung, der italienischen Sozialrepublik mit Sitz in Salò in Norditalien. Im Januar 1944 wurde Dostler zum Kommandeur des 75. Armeekorps in Italien ernannt, das am 15. Januar 1944 in Frankfurt am Main aufgestellt worden war. Am 24. Januar 1944 wurde das Korps über München nach Verona nach Ligurien verlegt und mit der Küstenverteidigung der ligurischen Küste, der Partisanenbekämpfung und dem Bau von Befestigungsanlagen auf Elba und um Genua, La Spezia und Livorno betraut. Dieser Einsatz dauerte bis Mitte Juli 1944, als die Frontlinie von Süden her Ligurien erreichte. Am 22. März 1944 landeten 15 Soldaten der US-Armee, darunter 2 Offiziere im Rahmen der Operation Guinea 2 an der italienischen Küste, etwa 15 Kilometer nördlich von La Spezia, 400 Kilometer hinter der damaligen Frontlinie. Sie waren alle mit der Felduniform der US-Army bekleidet und trugen keine Zivilkleidung. Ihr Ziel war die Sprengung eines Tunnels bei Framura an der wichtigen Eisenbahnlinie zwischen La Spezia und Genua. 2 Tage später wurde der Kommandotrupp von einer gemischten Gruppe italienischer faschistischer Soldaten und Truppen der deutschen Armee gefangen genommen. Sie wurden nach La Spezia gebracht, wo sie in der Nähe des Hauptquartiers der 135. Festungsbrigade gefangen gehalten wurden, die unter dem Kommando des deutschen Oberst Kurt Almers stand. Sein unmittelbarer Vorgesetzter war der Kommandeur des 75. Armeekorps, General Anton Dostler. Die gefangenen Amerikaner wurden von Geheimdienstoffizieren der Wehrmacht verhört, bei dem einer der Offiziere ihren Auftrag zur Störung des Bahnverkehrs verriet. Die Informationen über den Zweck des Kommandoeinsatzes wurden anschließend an Dostler ins Hauptquartier des 75. Armeekorps weitergeleitet. Am nächsten Tag informierte Dostler seinen Vorgesetzten, Feldmarschall Albert Kesselring, den Oberbefehlshaber der deutschen Streitkräfte in Italien, über die Festnahme des US-Kommandos und fragte, was mit den Männern geschehen solle. Nach Angaben von Dostlers Adjutant antwortete Kesselring mit dem Befehl, sie zu erschießen. Später am selben Tag schickte Dostler ein Telegramm an die Festungsbrigade 135, in dem er den Befehl zur Hinrichtung der Gefangenen weitergab, in Übereinstimmung mit der von Adolf Hitler erlassenen Anordnung von 1942, alle in Europa und Afrika gefangen genommenen alliierten Kommandotrupps ohne Gerichtsverfahren hinzurichten, auch wenn sie korrekte Uniformen trugen oder versuchten, sich zu ergeben. Oberst Almers war mit dem Befehl nicht einverstanden und wandte sich erneut an Dostler, um die Vollstreckung des Befehls hinauszuzögern. Daraufhin schickte Dostler ein weiteres Telegramm, in dem er Almers anwies, die Hinrichtung wie zuvor angeordnet auszuführen. Oberst Almers unternahm 2 letzte Versuche, die Exekution zu verhindern, da er wusste, dass die Hinrichtung von Kriegsgefangenen in Uniform gegen die Genfer Konvention von 1929 verstieß. Seine Bemühungen blieben erfolglos. Die 15 Amerikaner des Kommandos wurden am Morgen des 26. März 1944 in Punta Bianca, einem Strand des Ortes Amelia in der Provinz La Spezia, hingerichtet. Ihre Leichen wurden in einem nicht gekennzeichneten Massengrab verscharrt.
Alexander zu Donar Schlobitten, ein Mitarbeiter Dostlars, der sich in Unkenntnis des geheimen Kommandobefehls geweigert hatte, den Hinrichtungsbefehl zu unterschreiben, wurde wegen Ungehorsams aus der Wehrmacht entlassen. Nach der Erschießung der 15 amerikanischen Gefangenen ging das Leben von General Dostler wie gewohnt weiter. Ab November 1944 bis zum Ende des Krieges wurde er wieder dem 73. Armeekorps zugeteilt. Die Gerechtigkeit holte Dostler schließlich ein, als er in US-amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet. Im Gegensatz zu den 15 Soldaten, die er hingerichtet hatte, kam General Dostler vor Gericht und wurde am 8. Mai 1945 wegen Kriegsverbrechen angeklagt. Am 8. Oktober 1945 fand am Sitz des obersten alliierten Befehlshabers, dem Königspalast in Caserta in Italien, ein Militärtribunal statt. Im ersten alliierten Kriegsverbrecherprozess wurde Dostler beschuldigt, den rechtswidrigen Befehl zur Tötung von 15 amerikanischen Kriegsgefangenen gegeben zu haben. Zu seiner Verteidigung erklärte Dostler, er habe den Befehl nicht erteilt, sondern nur von Feldmarschall Kesselring an Oberst Almers weitergeleitet und die Erschießung der Männer sei ein rechtmäßiger Befehl gewesen. Das Gericht folgte Dostlers Argumentation nicht. Der Militärausschuss lehnte auch sein Gnadengesuch ab und erklärte, dass die Massenexekution des Kommandos gegen Artikel 2 der Genfer Konvention von 1929 verstieß, der Repressalien gegen Kriegsgefangene verbietet. In ihrem Urteil stellte die Kommission fest, dass sich kein Soldat und noch weniger ein kommandierender General darauf berufen kann, dass er die gezielte Erschießung von Kriegsgefangenen auch nicht als Vergeltungsmaßnahme für rechtmäßig hält. Nach der Haager Konvention von 1907 war es zulässig, Spione und Saboteure in Zivilkleidung oder in feindlichen Uniformen zu erschießen, nicht aber solche, die in Uniformen ihrer eigenen Armee gefangen genommen wurden. Da die 15 US-Soldaten hinter den feindlichen Linien ordnungsgemäß in US-Uniformen und nicht in Zivilkleidung oder gegnerischen Uniformen gekleidet waren, hätten sie nicht als Spione, sondern als Kriegsgefangene behandelt werden müssen. Ein Grundsatz, gegen den Dostler bei der Durchsetzung des Hinrichtungsbefehls verstoßen hatte. Dostler verteidigte sich mit der Begründung, er habe die Hinrichtungen nur angeordnet, weil er selbst Vorgesetzten gehorcht habe und daher könnten nur seine Vorgesetzten zur Verantwortung gezogen werden. Das Gericht wies den Einwand zurück, er habe auf höheren Befehl gehandelt. Die Ablehnung von Dostlers Rechtfertigung durch das Kriegsgericht war ein wichtiger Präzedenzfall für den Prozess gegen die Nazi-Kriegsverbrecher einige Monate später in Nürnberg, da die Angeklagten sich nicht darauf berufen konnten, dass sie nur Befehle befolgten. Am 12. Oktober 1945 befand das amerikanische Militärtribunal General Dostler der Kriegsverbrechen für schuldig und verurteilte ihn zum Tod durch Erschießen. Anton Dostler war 54 Jahre alt, als er kurz nach Sonnenaufgang am 1. Dezember 1945 von der Gefängniswache dem Hinrichtungskommando übergeben wurde. Der verantwortliche Offizier verlas die Anklage, den Tatbestand und das Urteil und gewährte Dostler eine kurze Unterredung mit einem römisch-katholischen Geistlichen. Danach ging alles sehr schnell. Drei Soldaten fesselten ihn mit den Händen auf dem Rücken an einen Pfosten. Dann stülpte ein Sanitätsoffizier Dostler eine schwarze Kapuze über den Kopf und befestigte eine 4 Zoll große weiße Zielscheibe über seinem Herzen. Nachdem sich ein 12-köpfiges Erschießungskommando in einem Abstand von 15 Metern vor Dostler positioniert hatte, gab der verantwortliche Offizier den Befehl zum Feuern. Nachdem die Schüsse gleichzeitig abgefeuert worden waren, kippte Dostlers Körper tot nach vorne. Die Hinrichtung wurde mit Foto- und Filmkameras in Schwarz-Weiß festgehalten. Unmittelbar nach der Hinrichtung wurde Dostlers Leiche auf eine Bahre gehoben, in eine weiße Matratzenhülle aus Baumwolle gehüllt, in einem Armeelastwagen abtransportiert und dann auf dem deutschen Soldatenfriedhof im Bomezia in Italien beigesetzt. Schon unmittelbar nach Kriegsende entstand die Legende, das deutsche Militär habe seine Feinde lediglich in einem konventionellen Krieg bekämpft und sei nicht in den Holocaust oder andere Verbrechen verwickelt gewesen. Ausgangspunkt dieser Legende war der Nürnberger Prozess, in dem die SS als verbrecherische Organisation eingestuft wurde, nicht aber das Militär. Nur die Mitglieder des Oberkommandos wurden als Kriegsverbrecher verurteilt.
Die aktuelle Forschung zeigt jedoch, wie bereitwillig und tiefgreifend das Militär am Holocaust und anderen Gräueltaten des Nazi-Regimes beteiligt war. Für Anton Dostler wurden keine Tränen vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.